Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Untergriesbach. Ja, ich bin gerade dabei, die Kartoffeln zu verladen bzw. umzuladen. Nur wir werden hier den Anhänger einmal voll machen, weil wir den Anhänger so ja momentan zurzeit sowieso nicht brauchen. Ballenfahren brauche ich, muss ich nicht. Und deswegen werden wir da jetzt nochmal zwei Kisten raufstellen. Und dann werden wir die Kartoffeln da hinten in die Halle reinstellen, dass die auch geschützt sind vor Regen und Frost. Ne? Und ja, wie gesagt, das ist heute die Aufgabe oder das, was wir hier heute machen. Ist jetzt nicht so berauschend oder jetzt nicht so vielleicht für den einen oder anderen nicht so interessant. Aber das ist halt Arbeit. Die gehört, wenn man Kartoffeln macht, auch dazu. Ne? Wie gesagt, hier die beiden oder die vier Kisten lassen wir gleich so auf dem Anhänger. Die werden wir dann auch wegstellen. Und jetzt werden wir die Kisten hier von A nach B fahren. Wieder einfach nur, damit die oder damit wir oder damit die nicht kaputt frieren oder vergammeln. Ja, ist nichts der Tag, ne? Ich hab. Ups. Ich sehe zwar eigentlich gar nichts, aber egal. Ich habe das Feld fertig angesehen, das die 27. Da war ja Gäste drauf, oder da ist ja jetzt Gäste drauf. Das haben wir, oder habe ich jetzt noch fertig gemacht. War ja auch nicht mehr so viel, was da jetzt noch zu machen war. Ja, und dann werden wir in der nächsten Folge, habe ich da noch was, wenn wir mal hier Rundumleuchte anmachen, ne, wenn wir hier rumfahren. Das sind ja Stapelarbeiten und ne, da sollte so eine Rundumleuchte schon an sein. In der nächsten Folge werden wir noch einen Auftrag machen. Ich habe da noch einen angenommen. Und ja, gibt ein bisschen Geld noch dazu. Jetzt schon wieder. Ach ja, wie gesagt, ich hoffe, dass Giants da im nächsten Teil das ein bisschen besser macht mit den Kisten und das allen überhaupt. Das ist nämlich manchmal echt ganz schön. Ne, bisschen doof alles. Wir finden das im nächsten Teil nochmal. Bisschen mit einem Stapler geht es eigentlich. Aber wenn du denn mit einem Frontlader oder mit einem Radlader oder mit einem Teleskoplader da Paletten aufnimmst, das ist echt manchmal doch richtig frustrierend. Wenn die Paletten denn da nicht abgehen oder so und da an der Gabel kleben bleiben, ist es nicht schön so weit. Also ich sehe hier im Spiel sehe ich die Gabel mal wieder nicht.
Na, sowas. Sowas meine ich einfach. Oh. Ist die andere Palette nochmal angehoben? So, wie gesagt, die lassen wir dann bis zum Winter, bis wir die verkaufen können, bis wir den bestmöglichen Preis dafür kriegen, lassen wir die dann hier zumindest stehen, ne? Wie gesagt, dann sind sie geschützt vor Regen, vor Frost. Ich glaube Mitte Winter oder so kriegen wir den bestmöglichen Preis dafür. Und so lange bleiben wir halt stehen. Wie gesagt, der Anhänger geht dann da auch noch mit rein. Aber wie gesagt, brauche ich ja so nicht. Ich bin noch am überlegen, ob ich denn für den Verkauf eventuell noch einen größeren Anhänger miete, damit wir mehr mitkriegen. Also kriegen wir nur 4 Kisten mit, ne? Kisten ist so ein bisschen wenig. Ja, die oberste Palette steht, weil die oberste Kiste steht nicht so schön drauf. Ich habe das auch noch nicht ausprobiert, wie viel, ob in diesen Kisten hier mehr reingeht, wie in diesen Standardkisten, in den kleinen. Weil in den kleinen, was es hier drin ist, sind ja ein bisschen mehr, sind 2000 Liter drinne. Nur weiß ich nicht, ob das bei Kartoffeln auch so war. Oder ob da weniger drin waren beim Abpacken. Das wollte ich nochmal irgendwie mal austesten. Oder einer von euch hat das mal ausgetestet. Dann könnt ihr dem mir das auch sagen. Aber dann würde ich es ein bisschen beschissen finden. Wenn in diesen großen Kisten weniger drin ist als in den kleinen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Eigentlich wollte ich es mal ausprobieren. Irgendwo auf der Karte einfach random so. Den Deutsch nehmen wir dann aber nochmal wieder mit nach Hause, denke ich mal. Lassen wir ihn stehen. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ja. Läuft, ne, würde ich sagen. Ja, ist halt keine so richtig, ne? Wie gesagt, für den einen oder anderen ist es dann doch auch ein bisschen uninteressant, aber wie gesagt. Das sind halt so Arbeiten, wenn man Kartoffeln macht, gehört das einfach dazu. Sowas. Ich sag mal so, würde ich jetzt hier keinen Seasons haben oder so, dann hätte ich die natürlich auch gleich verkauft. Das wäre mir denn, ich sag mal so, gesehen denn auch ein bisschen egal gewesen. Aber da wir Seasons haben, haben wir zu einem, ja, festgelegten Zeitpunkt halt einfach das Beste oder den besten, bestmöglichsten Gewinn draus. Und dann werden wir das halt auch einfach so abgeben.
Ich sag mal so, hätten die Kartoffeln von der Lagerkapazität jetzt alles in den ins Lager gepasst, dann hätte ich das so abgekippt. Aber ja, leider, ne? Dann sind wir da ein bisschen eingegrenzt auf, was war es jetzt, 100.000 Liter? Ist ein bisschen doof, aber naja. Das sollte so nicht passieren. Der Bohr. Also mir macht es auch doch echt ein bisschen Spaß so zwischendurch. Mal so ein bisschen. Ja, doch. Ist wie gesagt auch mal was anderes, ne? Sehe ich. Zumindest das, wo ich den LS gucke, eigentlich auch nicht wirklich. Dass sie mal hier so eine Kartoffelaktion machen oder so. Denn hier stapeln und sowas. Wie gesagt, würde ich jetzt nicht hier für jede Kiste einen Slot verbrauchen, hätte ich das auch ein bisschen größer gemacht. Die ganze Aktion auch ein bisschen größer aufgezogen, sag ich mal. Mit Kartoffeln, Kisten und so. Ich denke mal, hätten wir alles in Kisten gemacht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ey, meine Güte. Das kann nicht angehen. Das kann die einfach nicht angehen. War jetzt zwar nicht die feine Englische da oben zu drücken. Aber ist ja nichts passiert, ne? Gabelstaplerfahrer Klaus. Ein Stück zu hoch oder was noch? Schwupps. Gut, dass da in der Kiste hier nicht viel drin ist, das ist natürlich, ja. Naja, ne, aber war ja nicht mehr Kartoffelnbohr. Wie gesagt, sowas werden wir auf der Ramsberg auch nochmal machen, aber da dann halt auch ein bisschen anders. Ups. Ach, ging noch relativ zügig, ne? Ging ja relativ zügig. Wie gesagt, nächste Folge haben wir noch einen schönen Auftrag, den wir machen werden. Maschinen sind schon alle gemietet und so.
So, gut. Ich werde die letzten 4 oder 5 Paletten oder Kisten da jetzt noch wegräumen, weil wir sind nämlich am Ende angekommen. Wo? Ja, wie gesagt, war mal was anderes. Ne? Diese Kartoffelaktion sowieso. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.